Freunde, als man die Bewohner des asiatischen Kontinents fragte, wie lecker soll euer Essen sein, da sagten sie einfach nur ja. Und hier mit Momo und Habib, ich hoffe, euch geht's gut und herzlich willkommen in unserem neuen asiatischen Video. Dafür brauchen wir 500 Gramm bzw. 2 Stück Hähnchenbrust, das wir in Scheiben schneiden. Wir brauchen einen Esslöffel Currypaste, kann gerne gelb sein, grün sein, rot sein, ist gar kein Problem. Den Saft einer Limette, eine Mango, die noch nicht ganz durch ist, 400 Milliliter Kokosmilch und ein bisschen Koriander, einfach so ein bisschen zur Dekoration, damit es gut aussieht, Bruder. So, dann nehmen wir die Milch, machen sie in unsere Pfanne rein, machen unseren Herd an und machen direkt darauf unsere Currypaste und lassen das Ganze zusammen schmilzen, zusammen köcheln. Das Wichtigste hierbei ist, dass wirklich alles zusammen geschmolzen ist und dass es gut verrührt ist. Salzen das Ganze und lassen es dann weiter so 2-3 Minuten köcheln, sodass es so aussieht, damit das alles zusammen harmoniert, die Farbe richtig schön aussieht. Also wie ihr seht, die Farbe ist türkisgelb, perfekt. Jetzt kommen unsere Hähnchen da rein und wir lassen das Ganze so 7 bis 10 Minuten zusammen köcheln, sodass die Hähnchen dann auch wirklich durch werden und wir sie dann wirklich genießen können. Die werden medium sein, aber die werden so perfekt sein. Das könnt ihr mir gerne glauben. In der Zeit, wo das Hähnchen gart mit der ganzen Paste und der Milch, nehmen wir unsere Mango und schneiden sie in Würfel. Ihr könnt euch gerne eure Methode aussuchen, wie ihr euer Mango einfach schneiden wollt. Meine Methode sieht so aus. Ich finde, durch diese Methode kann man sehr viel von der Mango gewinnen. Das, was um den Kern herum ist, kann man einfach mit dem Mund essen. Aber so gewinnt man echt viel von der Mango, weil ich sehe andere Menschen, wie sie ihre Mango schneiden. Das sieht für mich einfach umweltschädlich aus, würde ich sagen, nicht? Die Mango in Würfeln schneiden, dann mit dem Mango, mit dem Hähnchen und der ganzen Paste einfach 1 bis 2 Minuten zusammen köcheln lassen, sodass die Mango auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, lockerer wird sozusagen, ne? Da kann man schön drauf beißen. Das gibt dem Ganzen auch einen schönen Geschmack, einen richtig leckeren Geschmack. Wenn die Mango einfach fertig ist, sie ist durch, dann machen wir unseren Limettensaft drauf und lassen das Ganze wieder 1 Minute köcheln. Glaubt mir, dieses Gericht, wow. Es ist nicht das erste Mal, dass ich das mache, aber jedes Mal, wenn ich diesen Gericht mache, da läuft mir das Wasser aus dem Mund. Allein, wo ich jetzt gerade diesen Sound aufnehme, da läuft mir wirklich das Wasser aus dem Mund, denn das schmeckt so gut und ich vermisse dieses Gericht und ich werde es demnächst wieder nachmachen, also wieder machen. Ich hoffe, ihr werdet das auch nachmachen, denn ich gebe mir echt viel Mühe, euch diese Videos zu drehen, euch diesen Perfektionismus, den ich versuche hier zu zeigen, wie die Gerichte gezeigt werden, wie die Gerichte gemacht werden, wie das alles zusammen richtig gemacht wird. Deswegen schätzt das und lasst bitte ein Follow da. Guten Appetit!